Genau, also wie schon gesagt, wir haben uns mit Gesundheit beschäftigt. Hachi, bloß eine Einleitung zu unserem Thema, unsere App oder unsere Anwendung heißt auch Gesundheit. Aus dem Grund, weil wir uns mit Pollen beschäftigt haben, Pollenausbreitung und viele da halt niesen müssen. Viele kennen das Problem bestimmt. Eine ganz kurze Information zur Produktionsphase. Man sieht schon viel Mathe. Wie das Ganze funktioniert, erkläre ich Ihnen nicht, das wissen Sie sowieso. Eigentlich bloß kurz als Überblick. Ups, das war's nicht. Das wollte ich. Dann im Endeffekt sieht so unsere Website aus. Man sieht bisher viele Punkte. Wer es nicht erkennt, soll Wien bisher darstellen. Wir können hier eine Straße eingeben. Jetzt weiß ich keine Vorführeffekt. Beckerstraße. So. Suchen bitte. Gut, hat schon gefunden. Also der sucht quasi nach den GPS-Daten, aktualisiert es dann mit der Karte und gibt dann die Straße aus. Jetzt sieht man hier, oder auch nicht, wenn es lädt. Es lädt, okay. Ich zoome eins raus. So. Normal sollte die roten Punkte jetzt drüber gehen, heißt im Moment ist in Wien Pollengefahr, weil Pollengefahr ist. Wir waren nicht da, wir haben es nicht überprüft, aber mir vertraut einfach mal den öffentlichen Daten. Nur zwei Informationen kurz zu unserem Projekt. Wir haben mit 7 Programmiersprachen gearbeitet und das Ganze zu kombinieren war im Endeffekt schwierig wieder. Und der zweite Punkt ist, wir haben allein in Wien 190.000 registrierte Bäume, Büsche und alles, was halt so im Archiv liegt, ins System reinlesen lassen. Hat viel Spaß gemacht und einige PCs sind auch an die Grenzen gestoßen, kann man schon mal so sagen. Gesundheit.